Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zum Alink Between Worlds Randomizer. Es geht mal wieder weiter. So, es ist mal wieder lange her, dass ich gespielt habe. Ich erinnere mich aber noch, dass wir hier gestoppt hatten und hier rein wollten. So, schwimmen können wir. Bombenhammer. Bin mal gespannt, was uns heute hier so erwartet. Auf jeden Fall wollten wir hier Mai Mai retten. Und das ist auch wirklich eins. Wir haben mittlerweile schon 66 Stück. Wie viele gibt es eigentlich? 100? 120? So, hier unter der Brücke kann man sich normalerweise was abholen, richtig? Ich glaube, normalerweise ist es eine Flasche. In dem Fall ist es hier ein Monsterherz. Warte mal, Items. So, dann ziehen wir das hier mal rüber, closen das und dann... Ist gerade nur ein Wildjazz. Bringt doch gar nichts. Jo, dann war's das hier auch schon. Wir können jetzt halt mal versuchen, so ein bisschen Dungeons anzugehen. So, da ist der Riss. Also wir könnten jetzt auch wieder in die Schattenwelt gehen. Und könnten da den einen Flammendungeon machen. Aber es ist prinzipiell ja erstmal besser, die Dungeons in der Overworld anzugehen, oder? Weil die sind ja leichter. Theoretic. Ist das hier eigentlich ein Dungeon? So, mal gucken. Haben wir uns hier in der Lichtwelt schon so viel umherbewegt? Meine Erinnerungen sind schon wieder geschwächt. War das hier ein Dungeon? Mal kurz reingucken. House of Gales. Ja, Gales? Okay. Ist auf jeden Fall ein Dungeon. Und da ist ein Schalter. Okay. Wollen wir einfach mal reingehen. Mal gucken, wie weit wir kommen. Haben wir hier schon was gemacht? Ich glaube, wir waren hier auch schon drin, ne? Ja, das ist aktiviert. Ah, Leute, es ist schon wieder... Keine Ahnung, wann habe ich das letzte Mal aufgenommen? Eine Woche ist es her, glaube ich. Tju, meine Erinnerungen weichen ab. Bam. Oh, schön. So, und dann... Es gibt später diese Tasche, ne? Dass du mehr Items drauflegen kannst. Ich erinnere mich düster daran. Darauf habe ich gerade voll Bock. Wow, die sind zu schwer. Ja, ist das jetzt... So ein Winddungeon? Hätte ich hier vielleicht mal... eine Verstärkung für meinen Stab noch holen sollen? Was meint ihr? Okay, gehen wir erstmal weiter. Wir haben noch Ratten. Das ist halt super nervig, ne? Ich will endlich mein Schwert haben. Und das nur rumlungert. Aber es kann ja gar nicht so weit sein, oder? Es muss ja theoretisch... drei verschiedene Stufen geben für das Schwert. Ich weiß halt nicht, ob es jetzt schlau ist, hier drinnen rumzulungern und auf gut Glück das Schwert zu suchen. Warte mal hier. Da geht es oben nur rein. Da geht es auch noch da rein. Da kann ich was anzünden. Das bringt schon mal eine Schatzkiste for free. Und das eine weitere Flasche. Wahnsinn. Ja. Wir haben jetzt schon mitbekommen, es gibt 5 Flaschen. Vielen Dank nochmal für diese Info. Oh mein Gott, so viele Rats. Okay. Mit der Fackel kann man keine Schalter anzünden oder betätigen. Fun Fact. Cool, ist auch nicht auf Zeit. Das freut mich. So, da unten könnte ich... Komm, wir gehen nicht. Ich gehe mal hier unten rein. Nee. Nee, 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 nee. Kacke. Das ist so kacke. Ich freue mich, wenn ich eine ordentliche Waffe habe. Also, was heißt eine ordentliche Waffe? Ein Schwert. Ich freue mich, wenn ich ein Schwert habe. Okay, Items. Ballerbomb. Obwohl... Lass einen Eisstab nehmen. Der ist ein wenig genauer. Ba, ba, ba.
Okay, und da bekommen wir den ersten Schlüssel. So. Bevor wir jetzt aber in den Raum gehen, gehen wir erstmal hier lang. Und gehen hier rein. So, das passt ja ganz gut, oder? Okay, ist scheiße. Das ist kacke. Nein! Jetzt habe ich hier in OBS rumgeklickt. So. Einfach mal just for fun hier ein paar Bomben legen. Ach, kacke. Oh, das ist ja jetzt ein Scheißkampf, oder? Das heißt, ich muss die erst binden. Und dann muss ich die irgendwie mit Bomben treffen. Boah, das dauert lange. Oder geht das auch so? Ich hatte gerade einfach nur Pech. Nee. Ich muss das echt so machen. Das ist ja kacke. Oder kann ich vielleicht einfach zweimal mit dem Eisstab drauf? Das geht auch nicht. Ich muss echt mit dem Windstab, Leute, oder mit dem Dings. Und dann nochmal mit der Bombe. Sonst kann ich die nicht besiegen. Okay, das ist ein Kackkampf. Das macht sich wirklich besser. Oh, Gott sei Dank. Ein Boss gemeistert. Was ein Scheißkampf. Ein Scheißkrampf. Okay, jetzt mal den Big Key. Ich weiß ja nicht, ob wir hier den Boss schon machen können. Da werde ich das wahrscheinlich wieder ähnlich machen wie bei Yuga. Dass wir da erstmal einen Save Point machen. Und dann spielunken wir mal rein. So. Das ist auch nicht besser. Zack. Und ein weiterer kleiner Schlüssel. Hilfe! So. Zack. Und weiter geht's. So, die könnte ich jetzt theoretisch auch wieder mit dem Eisstab klatschen. Oh, ich freue mich so, wenn ich einen Feuerstab habe. Oder mein Schwert. Beides schön. Zack. Jetzt haben wir ein laues Lüftchen angemacht. Als Shortcut oder was? Au. So, okay, jetzt haben wir hier auch ein Lüftchen. Was bringt mir das? Wissen wir noch nicht. Da ist auch ein Lüftchen. Jo, alle möglichen Winde haben wir aktiviert und hier können wir jetzt noch nach drüben latschen, oder wie? Ja. Ne, geht nicht. Oh, kacke. Hä, wie komme ich denn darüber? Da hätte ich schon hingehen können, ne? Ich trottel. Zack. Lalalala. Nee, hätte ich nicht. Nein. Hallo. Nee, nee, nee. Doch von hier aus komme ich darüber. Hier komme ich nicht. Hä, wie komme ich denn da hoch? Ist das nur ein Rückweg? Könnte sein, dass das maybe ein Rückweg ist. Und ich von... Ja, von da oben wahrscheinlich. Ja, 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 ich sehe. I see, okay. So. Bam. Nein, ich habe kleine draus gemacht. Ich habe sie gezweiteilt. So, was bringt mir der Ventilator? Damit komme ich jetzt auf die andere Seite, oder was? Aber da komme ich doch auch so hin.
Ah, damit komme ich an ein neues Stockwerk. I got it. Wow. Oh Gott. Das war auch richtig genial. Also normalerweise töte ich alles, Leute. Das liegt jetzt nur daran. Habe ich einen kleinen Schlüssel? Nee, doch. Ich habe einen kleinen Schlüssel. Aber da ist auch einer. Komme ich denn da jetzt wieder hin? Komme ich da überhaupt schon hin? Ist das für später? Weil ich habe ja auch einen kleinen Schlüssel. Alter, Fledermäuse. Verpieselt euch. Ich weiß schon wieder überhaupt nicht, was ich hier machen soll. Bestimmt der falsche Schalter. Ja, wusste ich doch. So. Da legen wir jetzt mal ganz teuflisch, wie wir sind, ein paar Bomben hin. Muahaha. Da muss ich noch irgendwas ausschalten. Okay, jetzt haben wir hier so eine Platte deaktiviert. Deaktiviert, genau. Aktiviert. Nice. Okay, haben wir das zumindest schon mal gemacht? Fabelhaft. Okay, wir können uns schon mal nach links und rechts bewegen. Und hier haben wir noch einen Schalter. Und ich gehe mal davon aus, dass wir da vielleicht die Flammen mitlöschen. Und wenn wir alle Gegner besiegt haben, dann erscheint da vielleicht eine Schatzkiste. Auch nicht. Aber man kann das Feuer ausmachen. War jetzt doof, dass ich runtergesprungen bin, ne? Aber naja. Okay. Die zum Leben erwachen? Man weiß es nicht. Ne? Okay, ja, nehme ich auch. Oh. Mai, mai. Ach, kacke. Gott, jetzt wird hier auch nochmal alles zum Leben erweckt. So, wir nehmen einfach mal Bomben, oder? Zack. So, das lief doch gar nicht mal so schlecht. So, wir löschen mal das Feuer und besiegen den Jungen da drüben auch noch. Geht das zufällig damit? Reicht das? Der hält ein bisschen was aus. Alter. Okay. Ne? Nice. Wow. Das hat ja mal was gebracht hier. Da, 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 da. Okay, wir können jetzt... Ne. Wie komme ich denn da hoch, Leute? Von da drüben direkt. Ja, ich muss nur noch rüber. Okay. Wie komme ich da rüber? Ich muss nur darüber, sagte er und weiß gar nicht wie. Das stresst mich hier alles. Kein Schwert, nix. Oh Gott. Aua. Geh doch mal weg. Meine Güte. Ich komme hier auch nicht runter oder nix, ne? Komm, ich kann hier nichts machen. Ich brauche den Schlüssel, damit ich da weiterkomme. Sehe ich das richtig? Ich glaube schon. Ich glaube, von der anderen Seite komme ich da nicht rüber. Alter, diese Fledermäuse, ne? Die sind Hölle.
Hier komme ich. Da ist noch so ein Balkon. Balkon. Aber da komme ich nicht hin. Also auf der Karte sehe ich gerade einen Balkon. Ich gucke mal ganz kurz. Aber hier dieses Feuer. Das sieht auch ganz komisch aus. So, hier ist nämlich noch ein Schalter. Da ist der Schlüssel. Das ist aber gut versteckt, muss ich sagen. Also das ist jetzt nicht ohne. Und das war der Kompass einfach. What? Es ist einfach nur der Kompass. Hä, wie gemein. Der Schlüssel hat sich einfach als Kompass getan. Ich wusste nicht, dass das geht. Okay. Guck mal jetzt hier nochmal genauer. Vielleicht bin ich aber auch noch nicht so weit. Vielleicht muss ich... Keine Ahnung. Da ist auch Wind an. Also hier komme ich auch gar nicht... Okay, hier ist überall Wind. Muss ich den Wind irgendwie ausmachen? Habe ich irgendwelche Items noch, die ich... Nö. Ah, hier. Jetzt habe ich ihn. Oh Mann, das war ja eine schwere Geburt. Sorry, Leute. Jetzt wären ein paar Herzchen mal ganz nice, ne? So, Wahnsinn. Okay. Boah, das war wirklich eine schwere Geburt. Sorry, Leute. Das hat ein Weilchen jetzt gedauert. Aber wir haben es geschafft. Die Frage ist, kommen wir zum Boss? Zum Boss kommen wahrscheinlich ja. Können wir ihn besiegen? Wahrscheinlich nein. Oh Gott, was ist das denn schon wieder? Okay, ich kann sie ausmachen. Das ist schon mal ganz vorteilhaft. Und ich kann auch Schaden machen. Das ist ja immer so zweitgleisig, ne? Geht aber bestimmt damit auf, oder? Guck mal. Sehr nice. Oh ja, da ist der Eisstab jetzt richtig gut. Mache ich Schaden? Man weiß es nicht. Ja. Okay, sehr schön. Also da war der Eisstab jetzt richtig gut. Und ich habe einen Teleporter bekommen, Leute. Cool. Jetzt kommen wir auch in einen neuen Raum. Und da muss ich so ein bisschen gucken, wie ich mich bewege wahrscheinlich. So, hier kann ich mir noch ein Herzchen abholen. Wundervoll. Da kann ich auch rüber. Zack, 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 zack. Ich weiß zwar noch nicht warum, aber ich bin rübergekommen. Ach, schön. Schön, schön, schön. Okay, dann, wir müssen auf jeden Fall den nehmen. Und dann, da haben wir keine andere Wahl. Dann den. Und dann haben wir es ja schon. So, zack. Dann können wir nochmal zack machen. Hilfe, Fledermäuse sind überall. So, jetzt haben wir die Dinge auch ausgeschaltet. Wie komme ich denn jetzt da hoch noch? Kommt man da überhaupt hoch? Ihr seid so nervig, Leute. Und ich krieg nicht mal ein Herzchen oder so. So, da komme ich nicht rüber. Wie komme ich denn da hoch? Da war ich... Ja, da war ich schon. Da war ich schon, okay. Good to know. So, jetzt komme ich hier rüber, endlich. Ja. Jetzt können wir das Ding anschalten. Dann haben wir...
Oh, kann ich den besiegen? Ich glaube, den kann ich nicht besiegen. Doch, den kann ich besiegen. Nice. Wird halt nur ein bisschen stressig werden wahrscheinlich. Oh oh. Ja, ich habe ihn runtergeschmissen. Geil. Das wird hier ganz kritisch. Na, na, na. Okay. So, jetzt sind wir hier oben. Was passiert jetzt? Jetzt komme ich hier rüber. Ne, jetzt komme ich in die nächste Etage. Noch eine! Scheiße. Gar keinen Bock mehr. So. Da. Ist halt einfach so anstrengend, ne? Ohne Schwert. Das Blöde ist, es geht halt wirklich ohne Schwert einfach. Oh Gott. Okay. Kann ich mich vielleicht... Ja. Kann mich rumschummeln. So. Und dann einfach mal den kurz machen. Aus Prinzip. So. Einfach aus Prinzip, Leute. Okay. Nee. Nee, nee, nee. Nee, nee. Chill. Alles wird gut, Kumpel. Ah, wie viel hält er aus? Wichtige Frage. Wie viel hält er aus? Der hat jetzt schon 3 Eisblöcke. Der ist halt echt schwach, ne? Dieser. Okay. 4 Eisblöcke hält er aus. Ist halt wirklich sehr, sehr schwach. So. Wir haben uns wieder ein bisschen aufgefüllt, Leute. Wir sind wieder auf einem relativ... Kann ich mir das so ein bisschen herschieben? Guck mal. Die Flaschen. Hier sind die Stäbe. Ein bisschen Anordnung. Ein bisschen Ordnung im Inventar haben. So. Tür geht auf. Leute, ich würde erstmal sagen, wir machen hier Schluss für diese Folge. Also wir sind gut vorangekommen in dem Dungeon. Ich glaube, ich habe auch irgendwo noch einen Raum vergessen. Da müssen wir da nochmal hingucken. Naja, bin mal gespannt, wie es weitergeht. Wir haben auf jeden Fall... Da ist auch noch... Eine Schlüsseltür da drüben. Kommen wir auch nochmal vorbei. Also eine Truhe ist da, genau. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren und bis zum nächsten Mal. Euer Zelda-Junge. Tschüss.